Manchmal regnet es. Aber diese beiden jungen Leute hält es nicht auf. Sucht man sich eben im Trockenen Menschen, die man ansprechen kann. Tyler Haven aus den USA und Paul Grahovac aus Deutschland. Sie sind noch sehr jung, tragen aber bereits den Titel Elder, Älterer. Denn sie sind Missionare der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, kurz Mormonen. Der Plan Gottes hat Elder Haven und Elder Grahovac nach Wien gebracht. Zwei Jahre zwischen Schule und Studium widmen sie der Mission. Sie verdienen nicht nur nichts dabei, sondern finanzieren ihren Missionseinsatz sogar selbst. Aus eigenen Ersparnissen und mit Unterstützung der Eltern. Ein Schritt, der Engagement erfordert. Und für Paul Grahovac auch der erste Schritt weg von der Familie. Ich habe immer zu Hause gelebt. Ich habe nie Wäsche gewaschen davor, aber jetzt lernt man wirklich. Man lernt zu Hause zu sein, man lernt wirklich sich selber zu sein. Das Gebet begleitet die Missionare wie alle praktizierenden Mormonen durch den Tag. Eine gepflegte Erscheinung und das obligate Namensschild sind unverzichtbar für den Missionseinsatz. Morgenstudium. Sie lesen im Buch Mormon, das den Heiligen der letzten Tage mit der Bibel als heilige Schrift gilt. Vor allem diese Berufung auf eine zusätzliche Offenbarungsquelle trennt die Mormonen von anderen christlichen Kirchen. Vor ihrem Einsatz werden Missionare in eigenen Trainingszentren ausgebildet. Hier in Provo im US-Bundesstaat Utah bis zu 6000 gleichzeitig. Auch Frauen sind darunter. Männer sollen, Frauen können in die Mission, lautet die Regel. In wenigen Wochen studieren sie Sprache und Kultur ihres Einsatzlandes und vertiefen die Kenntnis der eigenen Religion. Die Missionare, die eigentlich weggehen, um anderen beizustehen, profitieren am Ende selbst am meisten. Sie gehen als junge Leute und kommen als reife Persönlichkeiten zurück. Man kann das spirituelle Wachstum förmlich spüren. Es gibt keine Verpflichtung zur Mission, aber auch keinen Mangel an Missionaren. Ich habe immer den Wunsch gehabt, Missionar zu sein. Ich bin in der Kirche aufgewachsen und ich habe immer Missionare gesehen in unserer Gemeinde, die weggegangen sind und zurückgekommen sind. Und die waren immer total andere Menschen nachher. Die haben wirklich etwas gelernt und sind gewachsen. Und ich habe mir immer einfach gedacht, es wäre schön, in einem anderen Land Gott zu dienen und diese Arbeit zu tun. Eine wichtige Adresse für die Missionare, das Missionsheim in Wien-Döbling. Anlaufstelle für alle Fragen und Probleme. Von hier aus wird der Missionseinsatz in ganz Österreich koordiniert. Die Missionare werden laufend versetzt. Das Missionsheim dagegen ist eine sichere Adresse. Hierher kommt daher immer wieder Post aus der Heimat. Ein wichtiges Heilmittel gegen Heimweh während der zweijährigen Trennung von zu Hause. Für das geistige und körperliche Wohlergehen der jungen Leute ist der Missionspräsident verantwortlich, Ned Mangelson aus Salt Lake City. Es sind die letzten Tage seiner dreijährigen Amtszeit. Präsident Mangelson sorgt sich wie ein Vater um die ihm anvertrauten Missionare und nimmt sich viel Zeit für Gespräche, die selbstverständlich mit einem Gebet beginnen. Ned Mangelson war in diesen drei Jahren nicht allein. Seine Frau Aline ist ihm zur Seite gestanden. Sie hat ihn auf seinen Reisen durch Österreich begleitet und so gut es ging versucht, den Missionaren die Mutter zu ersetzen. Sister Mangelson hat sich nicht nur in das Land Österreich verliebt, wie sie erzählt. Durch die gemeinsame Aufgabe hat sie auch ihren Mann ganz neu kennengelernt. Nach 43 Jahren Ehe. Es war eine gute Sache für uns. Es hat unsere Ehe gestärkt. Jetzt sind wir so verliebt wie noch nie. Auch die Mangelsons sind keine Profis, sondern freiwillig und auf eigene Kosten hier. Ihre vier Kinder und 14 Enkelkinder haben sie zurückgelassen. Dabei steht die Familie bei Mormonen ganz hoch im Kurs.
Ned Mendelssohn hat für den Missionseinsatz seinen Beruf aufgegeben. Beruflich bin ich Arzt zu Hause und als ich und meine Frau hierher berufen worden waren, habe ich meine Praxis abgegeben, um hierher zu kommen. Aber wir tun es, weil wir denken, dass wir eine wunderbare Botschaft haben, die Menschen überall in der Welt zu verkündigen. Die Botschaft des Buches Mormon verdankt sich den Visionen eines jungen Mannes namens Joseph Smith, der nach eigenem Bericht 1827 eine auf Metallplatten gravierte Heilige Schrift fand und auf wundersame Weise übersetzte. Sie berichtet von einem aus Israel nach Amerika ausgewanderten Volk, dem Christus nach der Auferstehung erschienen sei. Die amerikanischen Urchristen seien in Kriegen untergegangen, aber die vom Propheten Mormon gesammelten prophetischen Texte hätten die Zeit überdauert. Ich habe herausgefunden, dass es wirklich Heilige Schrift ist, dass es nicht irgendwelche Geschichten sind, sondern dass es wirklich von Gott inspiriert ist, dieses Buch. Dass diese Menschen, die darin geschrieben haben, dass wirklich Propheten waren, wie im Alten und im Neuen Testament. Und dass es wirklich Heilige Schrift ist, davon gebe ich Zeugnis. Bald nach Gründung ihrer Kirche waren die Mormonen schwerer Verfolgung ausgesetzt. In einem legendären Track zogen sie in den Westen und gründeten 1847 die Stadt Salt Lake City. Bis heute ist die Hauptstadt Utahs Zentrum der wirtschaftlich wie politisch einflussreichen Kirche. Aus mühsamen Anfängen ist eine moderne amerikanische Stadt gewachsen. Aber der hohe Anspruch des Mormonismus ist seit den Gründertagen derselbe geblieben. We believe and we testify and send our missionaries out. Wir glauben und bezeugen es, und wir senden unsere Missionare aus, um es zu bezeugen, dass wir weder eine katholische Kirche noch eine protestantische Kirche sind, sondern wir sind die wiederhergestellte Kirche, die wiederhergestellte ursprüngliche Kirche Jesu Christi. Diese Kirche ist die wiederhergestellte Kirche aus den Zeiten des Neuen Testaments. That this church is the church restored from New Testament times. Die Botschaft von der angeblich endgültig wahren Kirche aus Amerika ist freilich nicht leicht an Mann und Frau zu bringen. Die Missionare geben sich alle Mühe, erklären, dass das Buch Mormon die Bibel ergänzt, nicht ersetzt, dass ihre Kirche in Österreich staatlich anerkannt ist und keine Sekte, dass Polygamie nur in der Frühzeit der Kirche zugelassen war und schon längst kein Thema mehr ist, und stoßen manchmal schlicht auf Sprachbarrieren. Beten Sie zum Vater im Himmel? Ich verstehe. Ich glaube so vielleicht 10% von den Leuten, die wir ansprechen, jetzt grob geschätzt, sagen einfach, dass sie mehr hören wollen. Viele glauben an Gott, aber die wissen nicht, wieso sie eine Kirche dazu brauchen, um an Gott zu glauben. Und das ist manchmal schwierig, den Menschen was zu erklären. Wien, 19. Bezirk, eine von 22 Mormonengemeinden in Österreich. Auch ihnen stehen die Missionare zu Diensten, bringen ein, was sie können. Zum Beispiel schlichte Verkündigung in Wort und Gesang. Ich bezeuge Ihnen, dass ich weiß, dass unser himmlischer Vater tatsächlich da ist, dass er unsere Gebete hört. Und dass sein Sohn Jesus Christus sein Sühnopfer gemacht hat, damit wir alle zurück zu unserem himmlischen Vater kommen können. Wir sind Kinder Gottes, lasst uns dienen dem Herrn. Fröhlich sind wir, ja, beim Auf.